Hallo und guten Tag. Sie planen endlich mal wieder eine kleine Vereinsfeier. Natürlich Corona-konform draußen. Und Sie brauchen eine Preisliste, weil Sie wollen so ein bisschen Umtrunk machen und eine Bratwurst oder einen Steak soll es auch geben. Und dann müssen Sie die Preisliste eben machen. Im letzten Video habe ich Ihnen ja schon gezeigt, dass man vorab die Tabstops einstellen kann. Man kann es aber auch so schreiben, jeweils mit dem Tabstop dazwischen und hinterher die Tabulatoren entsprechend setzen. Ich habe mich entschieden, ich habe erstmal alles so runtergeschrieben. Hinter Limo habe ich einen Tab gesetzt, verschiedene Sorten Tab, 0,2 Liter Tab und dann der Preis und so weiter. Jetzt markiere ich das Ganze und ich kann ja hier oben mir meine Tabstops aussuchen. Ich klicke mal drauf, das ist ein rechtsbündiger, den will ich nicht. Ich möchte gerne einen linksbündigen haben. Und das ist das erste, den möchte ich hierhin haben, für meine verschiedenen Sorten. Jetzt möchte ich hier noch einen Tabstop haben, wo die Menge kommt. Und ich möchte hier noch einen Tabstop haben und der soll vielleicht rechtsbündig sein, für die Preise. Und wenn ich mir das Ganze jetzt mal angucke, ich mache mal die Gitternetzlinien rein, dann kann man es noch ein bisschen besser sehen, dann sieht man, die Euros, die schließen zwar alle rechtsbündig ab, aber die Kommas, die sind kreuz und quer. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wenn Sie sich entscheiden, hier nicht mit diesen Strichen zu arbeiten, sondern 0,0 zu setzen, dann kommt das genau untereinander. Wenn Sie das aber nicht möchten und möchten das mit diesen Strichen so behalten, ich gehe hier mal zwei rückwärts, dass ich meine Striche wieder habe, dann muss man noch zusätzlich ein Dezimal-Tab-Stop setzen. Dazu ist es dann notwendig, dass Sie hier vielleicht nochmal den Tab setzen und hier nochmal einen Tab, genau vor das Eurozeichen. Und jetzt brauche ich noch einen Dezimal-Tab-Stop. Das heißt, ich markiere das wieder und dann gibt es hier irgendwann diesen Dezimal-Tab-Stop. Das ist dieser Strich runter, ein waagerecht und so ein kleiner Punkt. Und wenn ich mit der Maus kurz drauf gehe, dann wird auch geschrieben Tab-Stop-Dezimal. Und den setze ich an diese Stelle. Und wenn ich jetzt genau gucke, dann passen meine Euros genau untereinander und meine Kommas passen auch wunderbar untereinander. Ich nehme mal die Gitternetzlinie wieder raus, stelle das Ganze vielleicht mal anderthalbzeilig, dann ist es noch ein bisschen schöner. Und was ich jetzt machen kann, wenn ich hier zum Beispiel noch Füllzeichen haben möchte, im letzten Video habe ich Ihnen ja gezeigt, dass Sie dann über Absatz hier auf die Tabstops gehen. Braucht man gar nicht. Wenn ich die Tabstop schon angeklickt habe oder reingeschoben habe, dann kann ich sie hier auch doppelklicken, dann bin ich direkt in diesem Menü drin. Mein erster Tabstop, das war ja dieser 4,5er, da möchte ich hier Füllzeichen und lege das fest. Der nächste ist der 9,5er, auch Füllzeichen und wichtig, wirklich immer wieder auf Festlegen gehen. Und der nächste ist der, wo es zu dem Euro geht, da soll auch noch Füllzeichen und zum letzten nicht, sonst wäre hier zwischen praktisch auch noch Füllzeichen. Das will ich ja nicht. Okay, dann habe ich das. Und ich nehme mal meine Steuerzeichen raus. Wenn ich mir jetzt denke, boah, es wird ganz schön kalt draußen, ich möchte vielleicht noch Glühwein verkaufen und das soll hier unter die Getränke, dann stelle ich mich hier hinter das letzte Bier und hier mache ich nochmal Glühwein. Und in dem Moment, wenn ich praktisch den Tabstop setze, werden auch automatisch meine Füllzeichen gebracht. Was kann man für Glühwein nehmen? Normal oder Apfel oder Apfelwein, 0,25 und was kostet der? Der kostet 1,80. Ups. 1,80 und jetzt muss ich hier natürlich auch wieder meinen kleinen Tab setzen und setze das Eurozeichen. Nicht das W, sondern das Eurozeichen. Und genauso kann ich hier unten weiterarbeiten. Wenn ich denke, Mensch, wir können vielleicht auch noch Bratcurry verkaufen. Bratcurry. Okay, ich weiß jetzt nicht, aus was es ist, dann lasse ich das mal weg. Wie viel hat die? Sagen wir mal 150 Gramm. Und die kostet 2 Euro. Und hier auch wieder den Tab, ganz wichtig, und das Euro. Und so kriegen Sie wirklich eine schicke Preisliste hin. Wie gesagt, Sie hätten auch die Möglichkeit gehabt, hier diese Striche rauszunehmen.
2, Strich, Strich und hätten dafür Nullen gesetzt. Dann hätten sie es auch so hingekriegt, dass die Kommas untereinander stehen. Wenn man das aber nicht möchte, dann muss man wirklich hier mit diesem Dezimal-Tab-Stop arbeiten. Ich denke mal, wird eine schöne Feier. Endlich mal wieder. Und vielleicht brauchen sie auch eine Preisliste. Wenn es Ihnen gefallen hat, Daumen hoch, danke und tschüss.